kalt. Es war immer noch Nacht, es hat geregnet. Meine Beine haben nicht mehr richtig mögen. Und dann habe ich gewusst, jetzt ist es fertig. Für mich ist eigentlich so eine Herausforderung auf dem Velo kann ganz viele verschiedene Sachen sein. Es sind immer andere Aspekte, die Einfluss darauf nehmen, wie gross eine Herausforderung auch wird. Also, ob du etwas allein machst, oder ob du in einer Gruppe fährst, oder ob du probierst, über möglichst viel Pässe zu fahren, möglichst viele Höhenmeter zu fahren am Tag. Das sind alles ganz unterschiedliche Herausforderungen. Das finde ich auch sehr schön am Velofahren, dass es wirklich so unterschiedlich sein kann. Die mentale Vorbereitung mache ich mir eigentlich einfach im Vorhinein bewusst, auf was ich mich einlasse und wo wird ich sein mental, während ich das mache. Du weißt, dass dir am Anfang sicher gut gehen wird, aber du bist dir auch bewusst, dass es einfach kippen kann. Ich denke, solange man sich das bewusst ist und er auch nicht aufgibt, das ist doch meine Vorbereitung, die ich mache. Das mit dem Festive 500, das war eine Geschichte für sich. Es gibt wie eine Challenge im Velofahren, wo man probiert, zwischen Weihnachten und Neujahr 500 km Velo zu fahren. So Spätherbst ist ein Kollege auf mich zugekommen und hat mich gefragt: Hey Simu, ich habe eine dumme Idee, bist du dabei? Und dann habe ich gesagt: Hey, was? Und dann hat er gesagt: Ja, probieren wir die 500 km einfach in einem Ride zu fahren. Als ich das gelesen habe und er mir das geschrieben hat, habe ich zuerst gedacht: Ja, nein, das ist verdammt dumm. Aber dann habe ich mir das halt, ja, das geistert halt immer im Kopf rum. Und ich bin eigentlich nicht der Mensch, der Nein zu so etwas sagen kann. Wir haben gesagt, gut, wir fahren von Zürich auf Brugg und fahren dort die Nacht durch in den Kreis. Let's go for it. Was wir vielleicht ein bisschen zu wenig bedenkt haben, ist, wie hart es ist, in der Nacht im Dunkeln im Kreis zu fahren. Physisch ist es nicht höllenhart, aber mental ist es brutal. Man muss sich halt vorstellen, man ist immer auf der gleichen Runde. Ich dachte, vielleicht kommt man so etwas in einen Flow rein, in einen Rhythmus, so ein das Repetitive. Aber es schießt halt auch an. Du hast absolut keine visuellen Reize mehr. Du bist einfach noch viel mehr du und dein Kopf und deine Gedanken. Du bist einfach völlig gefangen dort drin. Und das hat sich dann einfach die ganze Nacht durchgezogen. All die Aspekte, die mir etwas geben am Velofahren, haben eigentlich dort gefällt. Ich habe dann angefangen, eigentlich die neue Ziele zu stecken. Ich habe gewusst, dass mein Vater noch vorbeikommt und Bouillon vorbeibringt um 12 Uhr nachts. Wir sind gefahren, bis es Bouillon gegeben. Und dann, 2-3 Minuten später, haben wir dann die ersten Tröpfchen gespürt. Wir sind dann weitergefahren. Es zieht halt dann wirklich einfach noch viel mehr ab. Und der Mentalkampf wird halt dich immer wie härter. Es war kalt, es war immer noch Nacht, es hat geregnet. Meine Beine haben nicht mehr richtig mögen. Und dann habe ich noch meine letzte Runde gedreht. Bis ich wirklich einfach exakt auf diesen 280 km war, die ich mir noch vorgenommen habe. Ich habe gesagt, jetzt reicht es. Ja, im Nachhinein habe ich es gar nicht
gross müssen verarbeiten, weil der grösste Teil der Verarbeitung ist dann eigentlich wie schon auf dem Velo. Wenn du weisst, dass es nicht wird schaffen, fährst du schon darüber nachdenken, wieso habe ich es nicht geschafft. Ist es gleich irgendwann durch eine Leistung für mich selber, wo ich vielleicht gleich ein bisschen stolz darauf sein kann. Aber jetzt bei dem muss ich sagen, das ist schon von Anfang an so etwas Dummes gewesen, zu machen, dass es wie auch schon so eigentlich wie schon eine Leistung ist gewesen für mich selber, wo ich muss sagen, okay, gut, da kann ich jetzt wie gleich gut einschlafen im Nachhinein. Also so für die Zukunft, ich denke, das mit diesen 500 km fahren werden wir sicher noch mal so probieren. Und sonst Herausforderungen für mich selber, das ist, die gibt es wie Sand am Meer. Oder? Und das, was ich mache, ist jetzt im Vergleich zu anderen auch nicht Hönnen verrückt, muss man sagen. Also da gibt's noch ganz viele andere Leute da aus, die einfach einen Flick vorhaben. Ja, ich denke, die Herausforderungen auf dem Velo werden wir definitiv nicht ausgehen. Ich bin der Simu, ich bin 26 und meine Passion ist Velofahren.